Jan-Philipp Remsma hat jüngst in seinem Buch Gewalt und Vertrauen – Grundzüge einer Theorie der Gewalt in der Moderne sich mit der Frage befasst, wie es denn möglich sei, dass ganz normale Menschen oder gar ganz normale Familienväter unvorstellbare Grausamkeiten begehen, sich an Massakern beteiligen, nicht nur andere Männer, sondern auch Frauen und Kinder töten, Menschen demütigen, foltern, im Namen der Wissenschaft zu Tode quälen und so weiter. Nach Remsmas Auffassung ist diese Frage falsch gestellt, denn die Antwort darauf liege auf der Hand. Wer denn sonst? Wer denn sonst als ganz normale Männer und normale Frauen könnte diese Taten begehen? Und in der Tat, die moderne Täterforschung, übrigens auch die Neuro- und Hirnwissenschaften, geben Remsma recht. Kranke Sadisten machen nur einen Bruchteil der Täter aus. Die überwiegende Mehrheit ist pathologisch unauffällig, kurz normal. Und weil das so ist, gibt es auch stets Menschen, die zu Gewalttätern werden. Ein Blick auf die Geschichte der Gewalt und insbesondere auf das gewaltvolle 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen, dem Holocaust, dem Völkermord in Ruanda, den Regimen von Hitler, Stalin, Mao, Idi Amin und Pol Pot, den ethnischen Säuberungen, den Folterregimen in Südamerika und so weiter. Ich muss Ihnen das nicht alles vor Augen führen. Kurz ein Blick auf die Häufigkeit und auch auf die Vielgestaltigkeit extremer Gewalt belegt, dass offenbar immer eine große Anzahl gewaltbereiter Männer und seltener aber dennoch auch Frauen zur Verfügung gestanden haben. Für die Forschung, die sich mit dem Holocaust befasst, ist mittlerweile gesicherte Erkenntnis: keine Alterskohorte, kein soziales und ethnisches Herkunftsmilieu, keine Konfession, keine Bildungsschicht, kein Geschlecht erwies sich gegenüber der Versuchung zur Gewalt als resistent. Es gibt keinen eindeutigen Tätertypus. Vermeintlich tumbe Proleten finden sich genauso wie vermeintlich feingeistige Akademiker, gefühlskalte Bürokraten wie glühende Fanatiker. Miteinander gemein haben diese fast nichts. Und das zählt zu den beunruhigenden Befunden der Forschung. Gewalt, und zwar auch exzessive Gewalt, ist augenscheinlich eine Form menschlichen Handelns. Dieses Ergebnis ist beunruhigend, weil sich damit die Fähigkeit zur Gewalt nicht mehr auf die anderen oder das andere abwälzen lässt. Zugleich stellt dieses Ergebnis auch die moderne Gewalt- und Täterforschung vor neue Herausforderungen. Ich möchte Ihnen im Folgenden gerne einen Einblick über den Stand dieser neueren Gewalt- und Täterforschung geben. Am besten sind wir über die Täter des Holocaust informiert. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem verfügen wir im Gegensatz zu anderen sozusagen größeren Gewalttaten über eine hervorragende Quellenlage, seien es Dokumente etwa der SS, seien es Dokumente aus der Sicht der Opfer, denken Sie an die Berichte der Überlebenden, etwa auch nach 45, wie ebenso, das ist auch eine sehr wichtige Quelle, die Prozessverfahren gegen die Täter oder bestimmte Tätergruppen nach 45, am bekanntesten vermutlich der Eichmann-Prozess. Diese Konzentration auf den Holocaust führt aber zu einem Fehlschluss, dass nämlich Täterschaft mit dem Holocaust in eins gesetzt wurde und implizit als in gewisser Weise deutsches Problem galt. Dem versucht eine vergleichende Forschung zu extremer Gewalt zu begegnen, etwa zu den Verbrechen im Stalinismus, in Kambodscha, in Ruanda, jetzt in Darfur, in den Kolonialkriegen im 19. Jahrhundert, aber auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Armenien und so weiter. Eine Forschung, die dabei versucht, die Singularität der Shoah in den Blick zu nehmen, aber auch die der anderen Ereignisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Vergleichen heißt hier nicht gleichsetzen, sondern Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten. Will man etwas über Täter erfahren, arbeitet man auf einem interdisziplinären Feld. Ich bin Historikerin, aber die Frage, wie und warum Menschen einander Grausamkeiten antun, bedingt die Zusammenarbeit von Historikern und Historikerinnen mit anderen Disziplinen, etwa mit Sozialpsychologen oder Anthropologen oder eben auch Neurowissenschaftlern. Grundlegend für diese Untersuchungen und auch für meine Ausführungen ist der folgende Gedanke: Wenn die Ausübung von Gewalt zum gewöhnlichen
Repertoire menschlicher Fähigkeiten gehört. Dann wird weniger die Frage interessant, Sie haben es schon angedeutet, warum jemand eigentlich gewalttätig wird. Darauf wird die Antwort lauten, weil er oder sie es kann. Interessant wird vielmehr, wie kam es dazu, dass er oder sie es konnte? Mit anderen Worten, welche Bedingungen, welche Umstände, welche Konstellationen ermöglichen eigentlich extremes Gewalthandeln? Und hieran schließt sich die umgekehrte Frage an, welche Bedingungen, welche Konstellationen verunmöglichen Gewalthandeln, stoppen die Barbarei oder führen gar nicht erst zu Gewaltexzessen. Noch ein zweiter Gedanke liegt den folgenden Ausführungen zugrunde. Wir sollten Gewalt nicht verrätseln, etwa zum Monströsen, zum ewig Bösen machen, das aus archaischen Vorzeiten aufsteigt und sein Unwesen treibt. Täter kommen aus dem Hellen, aus der Normalität des Alltags. Das bedeutet ganz und gar nicht, seinen Frieden mit Grausamkeiten und Gewalt zu machen. Das ist nur der dringende Hinweis, sich auf andere, vielleicht etwas produktivere Art und Weise mit diesem Problem Gewalt herumzuschlagen. Bevor wir jetzt zu den Bedingungen, also zu den strukturellen wie persönlichen für Gewalt kommen, zunächst vielleicht für Sie ein Blick auf die Historizität von Gewalt, genauer auf den Wandel unserer Einstellungen zur Gewalt. Meine Damen und Herren, Wirtshausschlägereien sind heute ein Grund, die Polizei zu rufen. Im 19. Jahrhundert waren sie das nicht. Man hätte jeden ausgelacht, der das versucht hätte. Bis vor kurzem war es Eltern erlaubt, ihre Kinder zu schlagen, moralisch sogar geboten. Wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Und Männern war es erlaubt, ihre Ehefrauen zu vergewaltigen. Offenbar haben sich unsere moralischen Maßstäbe geändert, und zwar je nachdem, was für uns als Normalfall gilt. Die modernen Gesellschaften, um ein relativ komplexes Phänomen auf einen einfachen Begriff zu bringen, die modernen Gesellschaften haben sich spätestens seit der Aufklärung sukzessive darauf geeinigt, Gewalt, wo sie denn doch vorkommt und auch für notwendig gehalten wird, anders zu legitimieren als zuvor. Die Todesstrafe war vordem eine Selbstverständlichkeit. Heute sagen auch die, die sie befürworten, man könne leider oder leider noch nicht auf sie verzichten. Ein Verbrecher zu töten, und das hieß eben auch nicht selten, ihn tot zu quälen und auszuweiden und seine Leiche öffentlich auszustellen, war vormodern ein Zeichen, dass der Souverän das Recht über die Körper seiner Untertanen hatte. Heute wird gestraft, um Gewalt zu verhindern. Kriege waren vordem eine Selbstverständlichkeit, heute werden Kriege geführt, um weitere, schlimmere Kriege zu verhindern. Sie kennen vielleicht dieses Schlagwort, dass der Erste Weltkrieg the war to end all wars gewesen sein sollte. Gewalt ist in der Moderne nur legitim, wo Gewalt vor schlimmerer Gewalt schützen soll. Wo soziale Interaktion dennoch gewaltsam stattfindet, ist sie ein Problem für die Justiz, für die Polizei und für die Politik. In modernen Gesellschaften darf nicht jeder Gewalt anwenden. Wir haben das staatliche Gewaltmonopol. Das staatliche Gewaltmonopol hat dafür zu sorgen, dass Gewalt nur noch staatlicherseits, und zwar zur Verhinderung von Gewalt oder zur Ahndung von außerhalb des Monopols ausgeübter Gewalt stattfindet. Mit diesem staatlichen Gewaltmonopol ging eine Selbstbeschränkung der Gewalt staatlicherseits einher. Ich habe die Abschaffung der Folter erwähnt. Der Staat beraubt sich sozusagen eines bis dato sehr selbstverständlichen Gewaltmittels. Die Abschaffung oder Einschränkung der Todesstrafe auf, wie man jedenfalls vorgibt, besonders wenig grausame Methoden wäre ein zweites Beispiel. Dass Verdächtige auf Polizeiwachen zusammengeschlagen werden, war lange Zeit eine Selbstverständlichkeit. Jetzt kommt sowas auch noch vor, aber man kann einen Skandal daraus machen und es muss, wenn man den Skandal verhindern will, vertuscht werden. Zum einen ist mithin Gewalt in der modernen Gesellschaft sanktioniert. Aber daran ist zu erinnern, Gewalt ist nicht grundsätzlich verboten. Der Staat besitzt das Gewaltmonopol in Form der Polizei und des Militärs. Zunehmend greift er auch auf private Dienstleister zurück. Denken wir an diesen ausufernden Bereich der Private Security Unternehmen oder auch der international operierenden Söldnerfirmen. Aber es gibt auch Zonen erlaubter Gewaltanwendungen für die Bürger selbst, etwa in der Notwehr.
Ein anderes Beispiel wäre der Sport, so das Boxen. Aber auch für den Boxring gilt, es gibt Zonen erlaubter, verbotener und gebotener Gewalt. Gewalt ist insofern beim Boxen erlaubt, als die Kämpfer einander zu Boden schlagen dürfen. Gewalt ist insofern verboten, als Tiefschläge und das Abbeißen von Ohren nicht erlaubt ist. Gewalt ist geboten, weil ein Kämpfer wegen Untätigkeit disqualifiziert werden kann. Diese Zonen erlaubter, verbotener und gebotener Gewalt stehen nebeneinander. Auch das ist ein Kennzeichen von Gewaltausübung. Selten ist alle Gewalt nur erlaubt oder nur verboten, sondern es wird differenziert. Man denke etwa an die Verwüstungen der napoleonischen Kriege, das Plündern der Soldaten in den eroberten Städten und vergleiche die Schilderung der französischen Besatzung Frankfurts in Goethes Aus meinem Leben. Der bei seinem Vater einquartierte kommandierende Offizier legte Wert darauf, die Tapeten zu schonen und verzichtete darauf, seine Karte mit Nägeln an der Wand zu befestigen. Von etwas anderem Kaliber als reales Gewalthandeln ist die Fantasiewelt der erlaubten Gewalt mit ihren Videos, ihren Computerspielen, ihren Thrillern oder ihren Actionfilmen. Bleiben wir aber zunächst bei der Realität und halten wir als Zwischenergebnis fest. Gewalt hat in der Moderne eine weitgehende Ächtung erfahren. Aber Gewalt ist nicht grundsätzlich verboten. Sie ist situativ eingeschränkt und vor allem den Staat als Ausführenden vorbehalten. Immer wieder kommt es zu Situationen, Kontexten, in denen diskutiert wird, diese Zonen erlaubter Gewalt auszudehnen. Erinnert sei an die keineswegs abgeschlossenen Folterdebatten, nicht nur in den USA im Zusammenhang mit der Terrorbekämpfung, sondern auch in der Bundesrepublik, etwa im Fall der Entführung und Tötung des Bankierssohnes Jakob von Metzler. Die Unversehrtheit des Körpers stand hier gegen ein aktuelles und konkretes Bedrohungsempfinden. Dieses Beispiel führt uns nun zu unserem zweiten Abschnitt, zu den Faktoren, zu dem Bündel an Bedingungen, die zumindest für unseren Betrachtungsraum des 19. und mehr noch des 20. Jahrhunderts Gewaltentgrenzungen ermöglichten. Und das hieß und heißt vor allem eben Gewalt auf unschuldige Zivilisten auszudehnen. Das Beispiel führt uns aber auch zu der Frage, ob Täter gewissermaßen vom Paulus zum Saulus werden, ob sie also einen Normenwechsel vollziehen. Muss man sich etwa vorstellen, dass der KZ-Arzt in Auschwitz, Josef Mengele, gewissermaßen innerlich eine völlige Kehrtwendung vollzogen hat, um seinen hippokratischen Eid zu verraten und vom Helfer zum Mörder zu werden? Oder hat er sich selbst gar nicht als Mörder, sondern vielmehr weiterhin als Helfer gesehen? Nur eben einer sehr eingegrenzten Gruppe gegenüber, den arisch und politisch zuverlässigen Volksgenossen. Dann ginge es weniger um einen Normenbruch als um einen Wandel der Normen. Nämlich darum, wie sich dieses von mir erwähnte Koordinatensystem von erlaubter, verbotener und gebotener Gewalt verschiebt. Und zwar zugunsten jetzt in diesem Fall der erlaubten und gebotenen Gewalt. Damit geht es um die Frage, wie Täter ihr Handeln legitimieren, vor sich selbst, ihrer Familie und der Öffentlichkeit. Diesen Fragen individueller Täterschaft wollen wir uns in einem dritten, abschließenden Teil zuwenden. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil, den schon erwähnten Ermöglichungsbedingungen oder den strukturellen Konstellationen, in denen Menschen bereit wurden, ihre Nachbarn zu verraten, Mütter in Gaskammern zu schicken oder Kinder zu erschießen. Die historische Gewaltforschung hat in den letzten Jahren sich intensiv bemüht, natürlich immer auch in vorbeugender Absicht, Risikofaktoren, etwa auch für Völkermorde, herauszuarbeiten. Das ist angesichts der genannten Vielgestaltigkeit extremer Gewalt höchst schwierig. Schwierig ist es vor allem deshalb, weil erstens ein einzelner Risikofaktor allein nicht automatisch extreme Gewalttaten ermöglicht. Nicht jeder Krieg endet in Völkermorden oder in Massakern. Es gibt keinen Automatismus von Gewaltabläufen. Und zweitens beruht die Dynamik von Gewaltabläufen wesentlich auf dem Zusammenspiel der einzelnen Faktoren, die man vorher festgestellt hat. Und drittens ist dabei ein Faktor immer im Spiel, den wir wissenschaftlich eigentlich nicht erfassen können, nämlich der Zufall oder akademisch ausgedrückt die Kontingenz.
Eingedenk dieser Vorbemerkung werde ich im Folgenden vier dieser Ermöglichungsstrukturen herausgreifen, etwas willkürlich zugegebenermaßen, weil sie entweder wichtig sind oder weil sie in den öffentlichen Diskussionen um Gewalt eine große Rolle spielen. Zu den ganz grundlegenden Ermöglichungsbedingungen gehören, wie schon angedeutet, Gefühle sozialer Verunsicherung. Gesellschaften, die unter dem Eindruck stehen, viel zu verlieren, neigen dazu, diese Zonen radikaler Gewalt auszudehnen. Handlungsleitend scheint dann eben ein durch Stressfaktoren wie Kriege oder auch Bevölkerungsexplosionen oder eben auch Terrorangriffe, aber auch Wirtschaftskrisen, ein gesteigertes Gefühl nationaler Bedrohung zu sein. Und damit die Vision, man gewinne diese existenzielle Sicherheit nur durch die Anwendung von Gewalt, etwa die Vertreibung der Gegner, die Anwendung von Folter bei Befragungen oder auch die Auslöschung einer ganzen Gegnergruppe. Wichtig wurde und wird in diesen Bedrohungslagen der Gedanke der Prophylaxe. Das Argument der Gefahrenabwehr gewinnt an Plausibilität. Imaginierte oder reale Feinde sollen eben prophylaktisch ausgeschaltet oder eliminiert werden. Allerdings ist Prophylaxe, anders als beim Zahnarzt, im sozialen Leben und in der Welt des Rechts eine höchst umstrittene Handlungsanleitung. Unser gesamtes modernes Rechtsverständnis gründet auf der Norm, dass Täter für ihr Handeln bestraft werden und nicht für ihre Absichten. Was ich hier skizziere, ist eine der Grundproblematiken gewesen von Guantanamo. Zweitens scheint vielen Beobachtern die neuzeitliche Einhegung des Gewaltmonopols durch den Staat, ich habe das ja erwähnt, missglückt. Sind es doch gerade Staaten, die ihre Lizenz zur Gewaltausübung, ihr staatliches Gewaltmonopol missbrauchen? Genozide etwa also Völkermorde als komplexe, zum Teil über Jahre währende Prozesse, in Ruanda verlief das jetzt sehr schnell, setzen in der Regel intensive Planungs- und Organisationsphasen voraus. Planungs- und Organisationsphasen, die in der Regel auch wiederum eigentlich nur Staaten zur Verfügung stellen können. Zugleich aber zeigt die Diskussion um die sogenannten Failed States, also die sozusagen fehlgeschlagenen Staaten, wie den Sudan, den Kongo oder aber auch Somalia, dass auch die Abwesenheit staatlicher Strukturen Gewaltexzesse generiert. Es kommt also offenbar nicht allein auf die Präsenz oder auf die Absenz des Staates an, sondern darauf, wie Staaten oder Gesellschaften verfasst sind. Schaut man auf Europa nach 1945, dann kann man der Folgerung zustimmen, dass ein stabiler Rechtsstaat mit demokratischer Verfassung in einem demokratischen Umfeld exzessive Gewalttaten kaum denkbar macht. Aber die Haltbarkeit solcher Prognostik ist schwer einzuschätzen. Trotzdem lässt sich in der Tendenz festhalten, die öffentliche Meinung, die öffentliche, auch parlamentarische Kontrolle als Instanz der Korrektur ist extrem wichtig. Sie darf nicht ausfallen. Eine Medienkonzentration, wie wir sie gerade etwa in Berlusconis Italien erleben, ist aus dieser Perspektive sehr bedenklich. Aber auch die parlamentarische Kontrolle darf nicht versagen, wie etwa zu Beginn der Präsidentschaft von George W. Bush. Der Kongress und der Senat, die beide eigentlich Bush nach 9/11 quasi freie Hand gelassen haben mit seinen Maßnahmen. Ein weiterer dritter Beschleunigungsfaktor für Gewalt neben den Krisen, das war Punkt 1, und der Verfassung von Staaten, ist die Anonymisierung von Gewalthandeln. Ein umstrittenes, aber gerade wegen seines Potenzials an Irritationen vielleicht ganz anschauliches Beispiel für diesen Faktor, für diese Anonymisierung von Gewalt, ist die Bombardierung deutscher und japanischer Städte während des Zweiten Weltkrieges. Feldmarschall Montgomery hätte seinen Streitkräften nie befohlen, Hamburg einzunehmen und 40.000 Zivilisten quasi auf dem Boden zu töten. Das tat eine britische Armee nicht. Hier funktionierte die Kontrolle. Aber sie versagte offenbar beim anonymen Töten aus der Luft, wie die Angriffe auf Hamburg während der Operation Gomorra im Juli und Anfang August 1943 belegen. Psychologisch und politisch scheint die Tötung von insgesamt schätzungsweise 800.000 unbewaffneten deutschen und japanischen Zivilisten durch Bombardements nicht dasselbe gewesen zu sein
wie Massenmorde vor Ort. Das Stichwort der Feinde und der Feindbilder ist schon gefallen und damit ist viertens der Faktor der Ideologie, etwa des Rassismus oder des Antisemitismus, angesprochen. Für die Großverbrechen im 20. Jahrhundert waren vor allem religiöse, nationale oder ethnische Homogenitätsvorstellungen von Relevanz. Das sowjetische Imperium strebte eine klassenlose Großnation an, das nationalsozialistische Deutschland eine rassisch homogene Volksgemeinschaft. Die Roten Khmer in Kambodscha versuchten, die vermeintlich glorreiche Vergangenheit eines mittelalterlichen Reiches wiederherzustellen und verknüpften dieses Streben mit einer kommunistischen Ideologie, während Serbiens Regierung in den 1990er Jahren von einem ethnisch homogenen serbischen Großreich träumte. Was diese Großverbrechen dieser Regime auszeichnet, ist, dass nicht mehr nur die bewaffneten Gegner, also im Regelfall Soldaten, Opfer werden, sondern vor allem Zivilisten, also die Unbewaffneten, Männer und Frauen, die Alten und Jungen, Greise und Babys. Mithin also Menschen, von denen in der Logik jedenfalls bisheriger Gewaltausübungen eigentlich keine Gefahr, keine Bedrohung für die eigene Gruppe ausgeht. Sie tragen ja keine Waffe, die normale Logik und Legitimation von Militärs. Sie tragen ja keine Waffe, also die normale Legitimation von Militärs, Gewalt gegen einen Feind zu richten und ihn gegebenenfalls auch zu töten. Diese Bedrohung durch Zivilisten, durch Unbewaffnete herzustellen, ist bei Ereignissen massiver Gewaltentgrenzung Aufgabe der Propaganda und der säkulären, denken Sie eben an Rassismus oder Antisemitismus, oder religiösen, denken Sie an den islamistischen Terror, Ideologie. Die Konstruktion von Feind und Freund, Freund und Feind sind ein wichtiger Teil der Legitimation von Gewalt und auch der Mobilisierung von Menschen. Diese Konstruktionen gehen in der Regel den Gewalttaten voraus und stellen diese Taten als gerechtfertigt dar. Wir mussten die anderen vernichten, weil sonst die Revolution scheitert. Das ist sozusagen die stalinische Variante, weil die Juden die Macht übernehmen oder die Tutsi uns vernichten. Sie sind nicht nur im Hitler-Deutschland, sondern eben auch in der Sowjetunion Stalins oder in deren Kambodscha oder Ruanda herrschenden Wir- oder die anderen-Mentalität festzustellen. Sie statten die Täter, aber auch die Bystanders, also die Zuschauer, mit guten Gründen aus. Und diese ideologischen Unterfütterungen haben eine erhöhte Plausibilität eben in Krisenzeiten, wenn Unsicherheit und Ängstlichkeit der Wir-Gruppe Vorurteile oder Feindseligkeit gegen andere schüren. Und trotzdem muss man daran erinnern, dass Ideologien weniger Antriebsmomente sind als Dynamisierungsfaktoren. Sie mobilisieren Menschen, habe ich gesagt. Sie schaffen auch eine gewisse Komplizenschaft, die durch gemeinsame Taten noch erhöht wird. Hitlers Propagandachef Josef Goebbels brachte diese integrierende Wirkungen von Gewaltpraktiken, also von Taten, einmal mit der knappen Bemerkung auf den Punkt Blut kittet aneinander. Sie halten, diese Ideologien halten das Klima der Gewalt aufrecht und den Motor der Feindschaft am Laufen. Aber sie sind weder Ursache für Gräueltaten, noch sind sie gar alleinige Ursache von Gräueltaten. Das war einer der Irrtümer damals von Daniel Goldhagen, der die Deutschen als eingefleischte Judenhasser und die nationalsozialistischen Verbrechen als konsequente Umsetzung dieses Antisemitismus schilderte. Weder waren alle Deutschen noch alle Täter Antisemiten, noch drängt jeder Antisemitismus auf seine blutige Umsetzung. Nehmen wir ein Beispiel, nämlich das des berüchtigten Reservepolizeibataillons 101 aus Hamburg, das in Polen während des Zweiten Weltkrieges vor allem Juden ermordete. Die Männer stammten, wie gesagt, aus Hamburg, waren Familienväter mittleren Alters und kamen aus eher proletarischen oder kleinbürgerlichen Schichten. Da sie als zu alt galten, um noch für die deutsche Wehrmacht von Nutzen zu sein, waren sie zur Ordnungspolizei eingerufen worden. Sie wurden im Sommer 1942 nach Polen zu einem Sonderauftrag gebracht. Dort wurde ihnen eröffnet, dass sie die jüdische Bevölkerung in polnischen Dörfern aufspüren, die noch arbeitsfähigen Männer für den Lagereinsatz aussondern und die übrigen alte, kranke Frauen und Kinder auf der Stelle zu erschießen hätten.
Vor dem Einsatz machte der Kommandant den Leuten das Angebot, wer sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühle, könne sein Gewehr abgeben und würde dann zu einer anderen Aufgabe eingesetzt. Nur etwa 12 Männer von fast 500 traten vor. Der Rest erledigte diese Aufgabe. Diese Männer waren in der Regel keine fanatischen Judenhasser. Ausschlaggebender war die Situation. Es war ihre Aufgabe, und zwar der gesamten Gruppe, die Juden zu töten, und die meisten Polizisten wollten dieser dienstlichen Aufgabe nachkommen, kurz gesagt ihren Job erfüllen. Bei Jonathan Littell, Sie haben es auch schon zitiert, in seinem Täterroman Die Wohlgesinnten heißt es dazu recht treffend, Zitat, ich habe meine Arbeit getan, schrieb Aue, der Protagonist nüchtern, mehr nicht. In ganz Polen und Russland wüteten in der Folgezeit diese Polizeibataillone, erschossen zigtausende von Menschen und brachten weitere zigtausende in Konzentrationslager. Fassen wir wieder kurz zusammen. Menschen verschieben das Geflecht aus erlaubter, verbotener und gebotener Gewalt, wenn es ihnen plausibel erscheint, wenn es gute Gründe gibt. Also etwa Eindrücke der Bedrohung oder wenn keiner mehr da ist, der Stopp ruft oder wenn das Töten anonymisiert erscheint oder wenn die Gewaltaktion in den Referenzrahmen in die Moralvorstellungen ihrer Befürworter passen. Dieser Referenzrahmen kann durch Moral, aber eben auch durch sowas wie Gruppendruck, Arbeitsroutine, Opportunismus, Gewöhnung, schlicht aber natürlich auch Furcht vor Sanktionen konstituiert werden. Überdies scheint eine notwendige Voraussetzung, gerade etwa von Prozessen, die in den Völkermord enden, der gesellschaftliche Ausschluss einer Minderheit oder einer Gruppe. Erst nachdem eine Mehrheitsgesellschaft eine Minderheit als störend und bedrohlich wahrgenommen hat, erblickt sie ihr Heil darin, diese Gruppe unschädlich zu machen und zu vernichten, so Harald Welzer, ein Sozialpsychologe. Keiner dieser Faktoren alleine führt zu Gewaltentgrenzung und auch das Wechselspiel vieler oder aller dieser Faktoren muss nicht automatisch in irgendwelchen extremen Gräueltaten münden. Es bleibt ein Rest an Dynamik, an Kontingenz, den wir nicht erklären können. Menschliches Verhalten ist komplex. Man musste kein überzeugter Nationalsozialist sein, um Juden zu töten. Genauso aber gab es überzeugte Nationalsozialisten, die Juden gerettet haben. Und ebenso gab es nicht wenige Volksgenossen, denen die Juden zwar nicht geheuer waren, die aber trotzdem in jüdischen Geschäften einkauften, weil es dort preiswert war. Und genauso gewiss gab es Menschen, die sich über die schändliche Behandlung jüdischer Gerichtsräte oder Ärzte echauffieren konnten und ein Gefühl des Beschämtseins darüber hatten, was diesen Menschen angetan wurde, die aber trotzdem die Gelegenheit nutzten, einen komfortablen Wohnzimmersessel oder ein hübsches Landschaftsbild dort zu kaufen, wo es eben günstig war. Bei uns in Hamburg zum Beispiel am Hamburger Kamerun-Kai, wo die geraubten Eingerichtungsgegenstände der zur Emigration gezwungenen oder deportierten belgischen und holländischen Juden verhökert wurden. Menschen entscheiden sich also, und damit sind wir jetzt beim dritten Teil, bei der Entscheidung zur Gewaltausübung bei den individuellen Tätern. Menschen entscheiden sich also. Sie entscheiden sich auch zur Gewalttat, und zwar, weil diese ihnen irgendwie adäquat erscheint, irgendwie plausibel. Aus ihrer Sicht ändern sie damit vielleicht ihr Verhalten, verschieben aber nicht ihr moralisches Koordinatensystem. Instruktiv für diese Plausibilität der Gewaltanwendung, aber auch für diese Entscheidungsfreiheit, ja oder nein zu sagen, um es jetzt mal extrem auszudrücken, sind zwei Aussagen von Krankenschwestern, die nach 1945 beschuldigt wurden, Patienten in der Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Opra-Walde mit Gift getötet zu haben im Rahmen dieser Euthanasieaktion. Sie kennen das vielleicht, diese Geschichte. Das Ganze spielt also jetzt vor Gericht und der Staatsanwalt sagt zu der einen Krankenschwester, Sie haben, Zitat, Sie haben eben erwähnt, dass Sie Beamtin waren und sich deswegen verpflichtet fühlten, jeden an Sie gerichteten Auftrag zu erfüllen. Haben Sie nie sich Gedanken über die Rechtmäßigkeit der Aufträge und Ihres Handelns gemacht? Hätten Sie beispielsweise irgendein anderes Verbrechen wie Diebstahl, Meineid, Raub und so weiter begangen, wenn man es von Ihnen als Beamtin gefordert hätte? Antwort? Einen Bankraub oder einen Diebstahl hätte ich nicht ausgeführt, weil man so etwas nicht tut. Außerdem hätte ein Diebstahl nicht zu meinen Aufgaben gehört. Auf Zwischenfragen sage ich, dass ich einen Diebstahl nie begangen hätte. Ich weiß, dass man so etwas nicht tun darf.
In der schlechten Zeit war ich Verkäuferin und ich hätte damals leicht Gelegenheit gehabt. Aber so etwas habe ich nie getan, weil ich einfach wusste, das darf man nicht tun. Schon als Kind hatte ich gelernt, du darfst nicht stehlen. Eine andere Krankenschwester antwortet wieder auf die gleiche Frage. Wenn mir vorgehalten wird, ob ich auf einen entsprechenden Befehl hin einen Diebstahl ausgeführt hätte, so sage ich hierzu, dass ich das nicht getan hätte. Die Verabreichung von Medikamenten und sei es auch zum Zwecke der Tötung von Geisteskranken, sah ich allerdings als eine mir obliegende Dienstpflicht an, die ich nicht verweigern durfte. Zitat Ende. Der Staatsanwalt versuchte die Taktik der Krankenschwestern, sie hätten auf Befehl gehandelt, also was sozusagen die Entschuldigungstaktik war, mit dem Einwand zu entkräften, dass sie doch vermutlich andere tradierte Normen, wie etwa das Diebstahlsverbot, eingehalten hätten, auch wenn der NS-Staat das von ihnen verlangt hätte, also zu stehlen. Dahinter stand das Argument, dass nicht allein die Form, also der Befehl, sondern auch der Inhalt des Befehls die Krankenschwestern überzeugt haben musste, diesen Normenverstoß zu töten, zu begehen und eben die Patienten, wie das damals hieß, abzuspritzen. Und in der Tat tappten die Frauen in diese Verhörfalle. Sie gaben zu, dass sie einen anderen Befehl nicht gefolgt wären, sie also einen Handlungsraum besaßen, nämlich Nein zu sagen. Und überdies thematisierten sie die Unmoral ihrer Morde überhaupt nicht. Vielmehr präsentierten sie sich im Gegenzug selbst als durch und durch moralisch. Stehlen käme nie in meinen sozusagen Verhaltenshorizont. Mit diesen Auslassungen verschlimmerten sie letztlich nur den Eindruck von Unmenschlichkeit, den ihre Taten bei Gericht hervorgerufen hatten. Wie realitätsnah ihre Aussagen waren, also ob diese beiden Angeklagten sich tatsächlich auch Befehlen zum Stehlen verweigert hätten, ist schwer einzuschätzen. Denkt man etwa an die Arisierung jüdischen Vermögens oder eben die Versteigerung jüdischen Eigentums, ich habe das schon erwähnt, dann muss man eben offenbar auch bei diesem Normenverstoß, du sollst nicht stehlen, das Stehlen nur in eine andere Legitimation kleiden und schon verwandelt sich, wenn sie so wollen, Habgier in Schnäppchenjagd. Tätern und Täterinnen erscheinen ihre Handlungen also in der Regel folgerichtig, logisch und auch moralisch richtig. Sie empfinden daher häufig keine Schuld und zeigen auch dementsprechend keine Reue. Die erwähnten Polizisten des Polizeibataillons 101, die den Einsatz verweigerten, diese relativ kleine Gruppe zum Beispiel, machte sich offenbar wenig Gedanken um ihre jüdischen Opfer, sondern mehr Gedanken um ihre Kameraden und dass sie diese nun gewissermaßen im Stich gelassen hatten. Dass Menschen sich entscheiden, Gewalttaten zu begehen oder eben auch zu unterlassen, dass sie also eine Handlungsfreiheit besitzen, diese Erkenntnis ist vermutlich die größte Herausforderung an unsere Denkkategorien und an unser moralisches Empfinden. Die größte Herausforderung, die diese moderne Täterforschung bereithält. Dazu vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund. Die meisten Täter haben sich ja gerechtfertigt mit der Aussage, sie hätten auf Befehl gehandelt. Es gibt dazu ein aufschlussreiches Experiment des US-Psychologen Stanley Milgram aus dem Jahr 1961. Manche von Ihnen kennen das, weil es relativ bekannt ist. Probanden wurde damals der Eindruck vermittelt, sie seien Lehrer und müssten mit einem Schüler, der im Nachbarraum saß und eingeweiht war, einen Lerntest durchführen. Es ging um relativ Banales, die korrekte Zusammensetzung von Wortpaaren. Gab der vorgebliche Schüler falsche Antworten, sollte ihn der Proband mit Stromstößen bestrafen, und zwar immer stärkeren. Zögerte dieser, drängte ihn der Versuchsleiter weiterzumachen. Und obschon der Proband das simulierte Schreien des Schülers hören konnte, stoppten fast 2/3 der Versuchspersonen nicht die vermeintliche Quälerei. Sie steigerten die Stromstöße sogar bis zur Endstufe, bei der der Tod des Schülers eigentlich befürchtet werden musste. Das Ganze war ein verstörendes Experiment. Es zeigt, wie schnell und leicht Menschen zu Tätern werden können, wenn man sie dazu drängt. Es braucht offensichtlich keine Form von Hass, also nochmal dieses Ideologieargument. In dem Fall hier nur Autorität und Druck. Im Umkehrschluss könnte man dann zu dem beruhigenden Fazit kommen, dass ohne Befehle entsprechende Verbrechen ausblieben. Dieses Fazit, also im Sinne der Verteidigung gerade der NS-Täter, sie hätten ja nur auf Befehl gehandelt, dieses Fazit hat eine andere Gruppe von Forschern in den 70ern nicht ruhen lassen. Und sie haben ein anderes
Experiment ebenso berühmt, nämlich das berühmte Stanford-Experiment von Philip Zimbardo, durchgeführt. Dieses Experiment bestand nun aus einer Simulationsstudie, mit der Zimbardo demonstrierte, dass zufällig ausgewählte Studenten, die die Rolle von Gefängniswärtern übernahmen, nach kurzer Zeit autoritäre und sogar gewaltsame Verhaltensmuster entwickelten. Ein Verhalten, das weder von ihnen verlangt wurde, noch ihrer, wenn Sie so wollen, normalen Persönlichkeit entsprach. Das Zimbardo-Experiment zeigte, was die Geschichte über die Jahrhunderte gezeigt hat und was uns auch, wenn Sie so wollen, die Fotos aus Abu Ghraib gezeigt haben. Wenn man Areale schafft, wo zerstörerische Gewalt ausgeübt werden kann, dann wird sie auch ausgeübt werden. Wohlgemerkt nicht von jedem, aber eben von zureichend vielen. Und von Leuten, die nie vorher oder nachher irgendwelche pathologischen Auffälligkeiten gezeigt haben. Hinzu kommt zu diesem Segment der Befehlsfrage noch etwas anderes, was wir auch aus der Forschung des Nationalsozialismus wissen. Viele verbrecherische Befehle aus dem Führerhauptquartier etwa im Mai und Juni 1941 für die Einsatzgruppen der SS in der Sowjetunion wiesen gar nicht genau an, dieses oder jenes Verbrechen zu begehen. Es gibt eben keinen Befehl Hitlers zum Judenmord. Vielmehr ließen die Verantwortlichen eine Grauzone für Handeln oder für Initiativen vor Ort. Mord war kein Gebot, sondern Mord wurde erlaubt. Die Befehle erklärten das Handeln eines jeden für straffrei, der Taten beging, die nach geltendem Militär- und Zivilrecht als Verbrechen gegolten hätten. Oder wie Götz Ali kürzlich anmerkte, die Soldaten plünderten deshalb, weil niemand sie daran hinderte. Ähnlich auch wiederum, können wir wieder mit Abu Ghraib kommen, die Folterer in Abu Ghraib handelten überwiegend in der Annahme, straffrei zu bleiben. Und sie gingen davon aus, dass die Folter auf höchster Ebene genehmigt war, was sie ja tatsächlich offensichtlich auch war. Harald Welzer, der Sozialpsychologe, hat in seinen Arbeiten zu Tätern sehr viel Wert auf den von mir schon erwähnten Referenzrahmen gelegt, also in dem sich Täter für oder gegen Gewalt entscheiden. Was bedeutet nun dieser Begriff? Der Referenzrahmen umfasst nach Welzer persönliche Einstellungen und Dispositionen, genauso wie die soziostrukturelle Situation, in der sich derjenige, um den es hier geht, befindet. Dieser Deutungsrahmen besteht aus komplexen Annahmen, von denen nur der geringere Teil die Ebene auch der bewussten Reflexion erreicht. Und diese bewussten Bestandteile sind dann zum Beispiel so selbstverständliche Hintergrundannahmen des Alltags, das ist so oder das macht man so. Das sind aber auch abstraktere Hintergrundvorstellungen, etwa ob jemand nun diese rassistischen Konzepte vertritt oder eher Gleichheitskonzepte oder so Gerechtigkeitsvorstellungen hat. Dazu gehören aber auch sozialisierte Haltungen und Habitusformen, aber auch situativ gebildete Anforderungen, das Handeln der anderen, dezidierte Befehle oder eben auch andere Erfahrungen. Solche Faktoren bilden dann in abgestufter Konkretion diesen Referenzrahmen, an dem der Einzelne seine Situationswahrnehmung und damit auch seine Schlussfolgerungen und Entscheidungen bildet. Eine Dimension dieses Referenzrahmens ist neben Abscheu und Ekel, die auch sehr viele Täter geäußert haben, eine Dimension ist neben Abscheu und Ekel auch Lust. Gräueltaten machen manchen Menschen Spaß und bereiten ihnen Lust. Man kann hier an Massenvergewaltigungen als überaus häufiges Phänomen in Kriegen erinnern. Oder Sie kennen wahrscheinlich alle das Beispiel von Amon Göth, den Kommandanten des KZs in Plaschow. Die meisten kennen ihn aus dem Film Schindlers Liste. Er hatte in der Tat, das ist im Film richtig wiedergegeben, die Obsession, morgens mit einem Präzisionsgewehr auf KZ-Häftlinge zu schießen und sie von seinen beiden Docken Ralf und Rolf zerfleischen zu lassen. Und Schindler wollte ihn in der Tat, auch das ist belegt, gewissermaßen in Versuchung führen, von diesem Tun abzuhalten, aber sah ein, dass das nicht ging, weil Goethe diese Art von Sport Spaß machte. Auch die Folterer in Abu Ghraib genossen ihre Akte sexuellen Sadismus. Die Bilder nackter Frauen im Holocaust, die man dazu zwang, zu den Gruben, wo sie umgebracht werden sollte, zu marschieren oder zu laufen, deuten ebenfalls auf diese Sexualisierung der Gewalt hin. Auch die sehr übliche und sehr verbreitete Folterung von Genitalien ist sicherlich kein Zufall.
Die demoralisierende Schlussfolgerung ist, dass Menschen, meistens jedoch nicht immer Männer, erotische Befriedigung in Gewalttaten finden können. In Abu Ghraib und andernorts kam auch noch die Freude an der visuellen Produktion und Präsentation in Form von Bildern hinzu. Kommen wir zu einem letzten Beispiel, das, so glaube ich, meine Kernargumente noch einmal recht gut zusammenführt. Dass es nämlich keine Mörder gibt, sondern Menschen, die Morde begehen. Dass die meisten von uns unter Umständen wahrscheinlich bereit sind zu töten, wenn Bedingungen dafür vorliegen, dass sich diese Potenzialität in Handeln übersetzt. Dass diese Bedingungen aber nur schwer auszumachen sind und dass selbst, wenn man sie alle kennen würde, sich Gewalttaten vermutlich nur schwer verhindern lassen, weil menschliches Handeln, menschliche Entscheidungen immer auch kontingent sind und sich eigentlich nicht vorhersagen lassen. Mein Abschlussbeispiel ist der Amoklauf. Amokläufe stellen den extremsten Fall nicht kollektiver, alle diese Beispiele, die ich vorher erzählt habe, sind ja kollektive Gewalttaten, sondern individueller Gewaltentgrenzung dar. Der Amokläufer ist ein Einzelner, er schert aus und will ein Massaker anrichten, bevor er sich in der Regel selbst tötet. Alle Forschungen, die es nun dazu gibt, sind sich mittlerweile einig, es gibt für Amokläufe keine hinreichenden Gründe. Man kann also nicht sagen, jemand macht das aus diesem und jenem Motivation, sondern es gibt nur sehr diffuse Anlässe und Motive. Kriminologen und Psychiater bestätigen das. Weder alltägliche Verletzungen wie Liebeskummer, Mobbing, Schulversagen, noch das Spektrum etwa von Depression bis zur Schizophrenie erweisen sich als zureichend, um Amokläufe zu erklären. Amokläufer selber lassen als Begründung häufig ein Defizit an Anerkennung durchscheinen. Das kann man ja sehr häufig sehen, dass diese zum Teil oder größtenteils ja sehr jungen Männer, beispielsweise in Internetbotschaften oder auch in Tagebüchern, sich so Selbsterklärungen zurechtlegen. Und dann kann man sagen, dass dieses Defizit an Anerkennung einer der Punkte ist, die bei manchen, aber auch nicht bei allen wiederum eine Rolle spielen. Dieses Defizit an Anerkennung ist in der Tat in heutigen Gesellschaften ein ernsthaftes Problem. Soziales Überleben hängt mit Sichtbarkeit und dieses Überleben mit Aufmerksamkeitsökonomien zusammen. Wer nicht gesehen wird, existiert auch nicht. Man muss auffällig sein, Unauffälligkeit hat keine gute Konjunktur. Nehmen wir diese Selbsterklärung dieser jungen Männer, dieser jungen Täter für den Augenblick mal ernst. Dann muss man die Frage, wie lassen sich solche schrecklichen Taten verhindern, mit einer ernüchternden Antwort bescheiden. Vermutlich gar nicht. Aus einem einfachen Grund. Der Täter löst sein Problem, nämlich die mangelnde Beachtung, dadurch, dass er zum radikalsten Mittel greift, mit dem man Aufmerksamkeit erzielen kann. Nämlich der öffentlich inszenierte und an öffentlichen Orten ausgetragene Massenmord. Amokläufe, vor allem diese School-Shootings, sind oft als Medienereignisse geplant und werden auch als solche vollzogen. Gewalt wird damit für den Täter nicht nur zu einer hocheffektiven Ressource, sondern zur effektivsten Ressource überhaupt. Gewalt ist das Mittel, aber eben auch die Antwort eigentlich auf sein Problem. Denn die Aufmerksamkeit, die nach Amokläufen einsetzt, bestätigt die Täter ja immer wieder in ihrer Einschätzung. Eifersuchtsdramen, Kindsmorde oder rechtsradikale Gewalt erreichen ja nie diese diagnostische Aktivität, zum Teil kann man auch sagen Überaktivität der Gesellschaft. Obwohl also Amokläufe statistisch gesehen höchst selten sind, obwohl größere Gefahr in den Formen etwa häuslicher Gewalt lauert, gerät zugleich das Gesamt der Gesellschaft bei Amokläufen in den Blick. Man redet dann von der Krise der Familie und der Kinderzimmer, von einer Krise der Schule und der sozialen Beziehungen, vom Unheil der Medien und ihres unlauteren Gebrauchs. Unsere Einbildungskraft, unser Gefahrenbewusstsein werden offenbar durch diese Taten freundlicher, unauffälliger, häufig kleinstädtischer und eben nicht verwahrloster und auch nicht prekärer Jugendlicher ganz besonders herausgefordert.
Weil es so ist, weil es diese spezifische Beunruhigung dieses Alarmiertseins eben so gibt, wird es vermutlich Amokläufe immer geben. Und deshalb wird auch kein Gewaltvideoverbot oder auch keine Beschränkung des Zugangs zu Waffen wirklich etwas an diesem Phänomen ändern. Ein Ansatzpunkt könnte sein, an diesem Beachtungsdefizit und dieser gefühlten Unsicherheit der jugendlichen Täter, an diesem Grundgefühl etwas zu ändern. Aber auch bei diesem Vorschlag muss man immer wieder betonen, Gewalt ist eine Entscheidung. Nicht jeder Schüler löst das Problem mangelnder Beachtung, wenn er es denn fühlt, indem er zur Waffe greift. Manche entscheiden sich, zu Sportassen zu werden, andere wollen Klaviervirtuosen sein, Dritte belassen es beim Autodiebstahl. Meine Damen und Herren, resümieren wir. Ende der 70er Jahre stellte ein US-Psychologe in einem Buch die Frage, sind wir alle Nazis? Und bezog sich auf das genannte Milgram-Experiment. Die Antwort darauf lautet offensichtlich, nein, sind wir nicht. Wir sind auch nicht alle Mörder sind. Aber der Schritt dahin scheint kürzer zu sein als unsere moralische Entrüstung, mit der wir diese Frage verneinen, glauben machen will. In dem aktuellen Film, aber so aktuell ist er auch nicht mehr, aber in dem Film Der Vorleser gibt es einen dramatischen Moment der Konfrontation im Gerichtssaal zwischen dem Richter und einer der wegen Massenmords angeklagten KZ-Wärterinnen. Ins Kreuzverhör genommen, weil sie die Türen einer brennenden Kirche nicht geöffnet hat, um jüdische Gefangene herauszulassen, stößt sie hervor: Was hätten Sie denn getan? Die Antwort: bleibt der vorsitzende Richter schuldig. Für die meisten Zuschauer scheint die Auflösung einfach. Wir hätten die Türen geöffnet und die Gefangenen befreit. Als Historikerin und historisch betrachtet, kann man nur sagen, das haben nur sehr wenige gemacht. Nur sehr wenige haben das Mitmachen verweigert und ihre Handlungsfreiheit genutzt, um im Sinne der Szene die Türen aufzumachen. Wir haben gute Gründe, an der Gewaltaversion der Moderne seit der Aufklärung, wie gesagt, eingeläutet festzuhalten. Wir wissen, dass die institutionelle Kontrolle und Beschränkung der Gewaltmittel einer der wohl bedeutsamsten zivilisatorischen Fortschritte in der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Woran wir jetzt noch arbeiten müssen, ist ein Verständnis der Mechanismen zu entwickeln, die eine moderne Gesellschaft offenbar sehr schnell in diesen Zustand extremer Barbarei versetzen kann. Dieses Verständnis können wir aber nur gewinnen, glaube ich, wenn wir wissen, worüber wir reden, wenn wir über Gewalt sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.